Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meiner Review von Avengers Age of Ultron. Ich werde jetzt zuerst einmal spoilerfrei über den Film reden und meine Bewertung abgeben und im Anschluss danach werde ich nochmal ein paar Sachen erwähnen, die dann spoilerlastig sind. Das heißt also, ihr könnt euch die Review gerne angucken, bis zu einem gewissen Punkt. Ich weise euch dann auch darauf hin, dass es dann mit den Spoilern losgeht. Und wenn ihr die nicht hören wollt, macht da einfach aus. Und ansonsten, wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr ja vielleicht nochmal zurückkommen, euch das Video nochmal angucken ab dem Punkt und dann sehen, was ich dann da noch zu bemängeln hatte. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Leute gucken sich die Videos gar nicht komplett an. Wie definiert man eigentlich ein Sequel oder eine Fortsetzung von einem Film? In der Regel ist ja die Grundidee dabei, immer zu sagen, mehr. Mehr Action, mehr Story, mehr Charaktere und so weiter und so fort. Und eins sei gesagt, bei Avengers 2 ist das definitiv der Fall. Was ziemlich geil ist, ist wirklich dieser gigantische Cast, ja? Mittlerweile ist das Marvel-Universum, also das Marvel-Kino-Universum natürlich schon sehr viel größer geworden und dementsprechend gibt es auch sehr viel mehr Charaktere wie noch bei Avengers 1, weil natürlich durch die Solo-Filme der einzelnen Helden immer noch neue Figuren dazugekommen sind. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass wirklich so viele Charaktere und Schauspieler halt wieder mit dabei sind. Das hat mich komplett überrascht, hätte ich nicht erwartet. Man hat das Gefühl, jeder Arsch ist in dem Film, ja? Und das ist wirklich ziemlich geil. Ich meine zum Beispiel, War Machine ist da, Falcon ist da, Maria Hill ist da, Professor Dingsbums von Thor ist da. Das ist Dr. Selvig, genau. Und das ist ziemlich geil eigentlich, weil das ist nicht selbstverständlich, dass sich alle diese Leute wieder verpflichten lassen und bei so einem Film mitmachen. Trotzdem muss man sagen, dass einige Charaktere trotzdem nicht im Film sind, die aber eigentlich doch eine gewisse Story-Relevanz gehabt hätten, wie zum Beispiel Gwyneth Paltrow als Pepper Potts oder Natalie Portman als Jane Foster. Die Damen hätten dann das Filmbudget doch ein bisschen zu sehr gesprengt. Eine andere Sache, die wie erwartet ziemlich geil ist, sind natürlich die krassen Action-Sequenzen. Hier hat Joss Whedon wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, kann man fast sagen. Ich finde ganz besonders bei Avengers 1 diese eine Szene sowas von hammergeil, wo diese Kamerafahrt durch New York ist und man abwechselnd sieht, wie die Avengers kämpfen und alles geht so nahtlos ineinander über. Das ist total aufwendig zu machen für die Filmemacher, aber das ist verdammt geil und mich freut es wirklich, dass sie das in Age of Ultron wirklich mehrfach gemacht haben, weil gerade das wirklich so... Dieses Screenplay, was du dann da hast, diese Kamerawinkel, diese Szenen, die du siehst, wie das Bild aufgebaut ist, wie die da stehen und alle da rumballern oder der hackt da von der Seite rein und der gibt sie ihm Rückendeckung und so weiter. Da hat man wirklich das Gefühl, man sieht jetzt so eine Seite von dem Comicbuch in echt. Und das ist verdammt geil und das haben sie auch wieder richtig gut hinbekommen. Trotzdem muss ich hier sagen, dass gerade das ganz nah an der Grenze war, beziehungsweise kurz davor war, dass ich gesagt hätte, okay, jetzt ist zu viel, das ist too much. Weil es war irgendwann wirklich so viel und so viel Schlag auf Schlag, dass ich schon bald das Gefühl hätte, ich säß in einem Michael Bay Film, was ich zum Glück nicht getan habe. Was außerdem in Avengers 1 noch wirklich sehr gut funktioniert hat, und deswegen war der Film auch so erfolgreich, war, dass zwar ganz viele verschiedene Charaktere zusammenkommen, aber eigentlich keiner wirklich zu kurz kommt, dass jeder seine berechtigte Screentime hatte und dass jeder wirklich seinen Moment in dem Film hatte. Und leider finde ich, dass zum Teil jetzt in Teil 2 nicht mehr so geklappt hat. Das liegt zum einen daran, dass einfach noch mehr Charaktere da sind und man jetzt irgendwann die Balance nicht mehr ganz halten kann natürlich. Zum anderen ist es so, dass der Film sich es an manchen Stellen wirklich selbst ein bisschen zu schwer macht, beziehungsweise sich selber ein paar Stolpersteine in den Weg legt, ne? Ich sag mal so, der Film hat ja schon eine unfassbare Menge an Charakteren, ja? Es ist ja schon so ein ganzer voller Arsch an Superhelden, die da mit dabei sind. Und der Film hält es aber für nötig, einfach in der zweiten Hälfte des Films noch mehr Leute reinzuschmeißen. Das ist dann sogar so weit, dass, gut, für mich war es jetzt keine Überraschung, weil ich die Comics kenne, aber ich glaube für Kinogänger ist es schon eine Überraschung, wenn dann später noch ein gewisser Held dazukommt, den man so nicht auf dem Schirm hatte. Wenn der dann auch noch mit dazukommt, dann läuft das Fass halt irgendwann über, ja? Du kannst nicht irgendwie erwarten, 20, gefühlt 30 Leute da
in einem 5 Quadratmeter großen Raum stehen zu haben. Und jeder bekommt die Zeit, was zu sagen, was zu machen und sich darzustellen. Das funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Und ich finde, hier hat es der Film wirklich ein bisschen schon übertrieben. Weißt du, da arbeitest du dir den Arsch wund, ja, und versuchst jeden möglichen Pisser in den Film zu bekommen, ja, und dann sind die Fans trotzdem nicht zufrieden. Oh, jetzt ist es auf einmal zu viel. Du kannst es diesen Pisser nicht recht machen! Hab die Schnauze voll! Boy, that escalated quickly. Das hat dann auch zur Folge, dass andere Charaktere, die vorher nicht so viel Screentime hatten, die da wären Black Widow, Hawkeye und Bruce Banner bzw. der Hulk, dass die deutlich sehr viel mehr Screentime bekommen als die anderen Charaktere. Das kommt schon eigentlich nur so ein bisschen rüber als eine Entschuldigung, dass die Charaktere keinen Solo-Film mehr bekommen haben. Es sind dann auch später die Handlungsstränge dieser Figuren, die in dem Film so für ein, zwei kleine Überraschungen sorgen. Das sind wirklich keine großen Dinge, aber trotzdem denkt man sich so, okay, habe ich so nicht kommen sehen. Außerdem sind das Überraschungen, die eher, ja, ich sag mal, zwischenmenschlicher Natur sind. Die tut mir ehrlich gesagt ganz schön leid. Das muss so ein grüner Krabenzmann sein. Hulk Smash! 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 Zu den eben erwähnten Neuzugängen ist zu sagen, Scarlet Witch ist wirklich gut, ist top, hat auch komplett ihre Daseinsberechtigung in dem Film, ist gut dargestellt. Nur Quicksilver ist so ein bisschen, ja, so nötiges Anhängsel. Auf jeden Fall eine Verschwendung in dem Film, sage ich jetzt mal. Finde ich, so wie er dargestellt ist. Und dazu gibt es aber später noch was, in dem Spoiler-Teil dann. Und ich muss jetzt an dieser Stelle leider wirklich sagen, dass der größte Kritikpunkt, den ich habe, eigentlich das sein sollte, das den Film am besten machen sollte. Und ich habe bisher auch noch keine andere Review gesehen oder gelesen, die das so gesehen hat wie ich. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das irgendwer von euch anders sieht. Aber ich fand Ultron, den titelgebenden Schurken, scheiße. Komplett für den Arsch. Ultron ist ein mega gefährlicher Feind in den Comicbüchern und der ist ein großes Mastermind und alleine der Titel des Films, Age of Ultron, hat schon den Hype so richtig schön nach oben geprügelt und dann bekommen wir im Film sowas zu sehen. Das ist jetzt meiner Meinung nach auch gar nicht so eine große Kritik aus meiner Position heraus, dass ich weiß, wie es in den Comicbüchern ist, sondern wirklich objektiv verstehe ich nicht, was für eine Bedrohung der für die in dem Film sein soll. Zum einen besteht die größte Bedrohung, die er den Avengers entgegenwerfen kann, nur darin, quasi eine riesige Explosion auszulösen. Das ist alles. Das geht aber nicht persönlich jetzt von ihm aus, als starken Roboter oder was auch immer. Weil so eine große Bombe bauen kann ja im Prinzip jeder. Und zum anderen ist der einfach komplett, ja, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Der labert die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, reißt die ganze Zeit Witze. Und das mag ja sein, dass das anderen Leuten gefällt, ist ja auch cool. Ich meine, hey, Schurken, die lustig drauf sind oder so packende One-Liner haben, das ist ja geil eigentlich. Nur nicht bei Ultron. Man muss sich mal Folgendes überlegen. Ultron ist ein Roboter. Und Ultron ist eine künstliche Intelligenz, die, nachdem sie 20 Sekunden lebt, zu dem Schluss kommt, dass die Menschen scheiße sind und dass die Menschen Kriege führen oder sowas und dass die Welt besser dran ist ohne die Menschen. Ist okay. Ist ja rational gedacht wirklich richtig. Und genau das sollte ein Computerprogramm oder eine KI ja eigentlich tun. Rational denken, analysieren. Und dann zum Schluss kommen, ja, Menschen sind kacke, weil die führen Kriege, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse, die sind emotional, die können sich nicht kontrollieren oftmals und deswegen gibt es Probleme auf der Welt. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, wenn ich ein Roboter bin und dieses Problem erkenne, dann kann ich auf der anderen Seite doch nicht selber total emotional sein. Ja, Ultron benimmt sich den Film über wie so ein bockiges kleines Kind, das irgendwie nicht mit Tony Stark verglichen werden will und so weiter und ist dann wütend und meckert da rum und ich denke mir so, what? Das hat auch zur Folge, dass ich Ultron nicht so richtig ernst nehmen konnte, wirklich als Gegner, als Gefahr für die Avengers. Aber dazu rede ich gleich auch noch ein bisschen mehr im Spoiler-Teil. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, Ultron
als witziger, sag ich jetzt mal, Roboter, der böse ist, ist an und für sich ein geiles Konzept, ist aber hier zur falschen Zeit am falschen Ort. Das passt da einfach nicht rein, finde ich. Und ich finde einfach, die haben Ultron komplett falsch gezeigt und gar nicht mal von der Figur her Ultron, die ich aus den Comics kenne, sondern einfach nur riesiger Kampfroboter, der rational denkt und sagt, Menschen sind scheiße und muss sich deswegen ausrotten. Einfach komplett falsch in Szene gesetzt. So, ich habe jetzt zwar noch ein paar Punkte, die mich ziemlich anpissen bei dem Film, aber über die kann ich nicht sprechen, ohne irgendwas zu spoilern. Und deswegen fasse ich das Ganze jetzt für euch erst nochmal wieder zusammen und sage euch meine Wertung und danach kommen dann nochmal die spoilerlastigen Sachen. Also, der Film macht wirklich more of the same. Das ist nichts Schlechtes, das ist gut. Was man in Avengers 1 gesehen hat oder bekommen hat, bekommt man hier auch nur nochmal eine Schippe oben drauf. Mehr Action, mehr Charaktere, mehr Gags und so weiter und so fort. Alles top. Zum anderen bekommen wirklich mal Charaktere, die in den Marvel-Solo-Filmen nicht präsent waren, hier wirklich die Chance, ein bisschen weiter zu glänzen. Und das ist sehr gut, denn diese vertiefenden Momente brauchen die wirklich, um die Charaktere wirklich mehr auszubauen. Also das ist wirklich sehr stark in dem Film. Ultron finde ich persönlich echt kacke getroffen. Sorry, ist nun mal leider so. Kann ich nichts anderes zu sagen, außer das, was ich gleich noch tun werde. Also dieser ganze Hype und Avengers, den es vorher gab und den es jetzt wahrscheinlich gerade immer noch gibt, weil hey, Avengers 2, dem wird der Film meiner Meinung nach leider nicht gerecht. Ist so. Es ist ein guter Film, keine Frage, ein krasses Action-Spektakel, das auch witzig ist und lustig ist nebenher, aber er ist nicht besser als 1. Ja, er wurde uns marketingtechnisch so verkauft, als wäre es der noch bessere, noch geilere, noch härtere Avengers-Film. Aber nein, ist er meiner Meinung nach definitiv nicht. Er ist minimal, wirklich minimal nur schlechter als Teil 1. Aber natürlich solltet ihr euch den angucken. Also meine Empfehlung, geht ins Kino. Auf jeden Fall. Der Film ist krass. Und wenn ihr alle anderen Marvel-Filme vorher gesehen habt, dann stellt sich die Frage eigentlich sowieso nicht, soll ich mir Avengers angucken? Ja, natürlich guckt ihr euch Avengers an, denn es ist fucking Avengers. So, und jetzt möchte ich nochmal über ein paar andere Sachen sprechen, die ich eben nicht ansprechen konnte. Wenn ihr die nicht hören wollt oder ihr noch in den Film reingehen wollt, dann könnt ihr jetzt das Video natürlich schließen und ansonsten kommt er ja vielleicht später nochmal wieder, um es euch dann nochmal anzugucken. Würde mich freuen. Also, Spoiler-Territorium im Vorfeld, als der Film noch nicht draußen war. Da gab es verschiedene Berichte und verschiedene News und so weiter, immer wieder sofort. Die und die Handlung ist da und passiert das und das. Wird vielleicht der Hulk ins All geschossen wegen Planet Hulk oder irgendwie so. Das Team wird umstrukturiert, haben sie vorher schon gesagt. Heißt das jetzt, mehrere Avengers werden draufgehen und so weiter? Oh, holy shit, das wird wahrscheinlich total krass in Avengers 2. Und dann gab es irgendwann die Newsmeldung, gar nicht so lang her, hieß es dann, irgendwer hätte gesagt, dass Quicksilver in dem Film stirbt. Und dann hat sich wirklich Joss Whedon, der Regisseur, selber zu Wort gemeldet. Pass mal auf, Kollege, das ist scheiße. Machen wir nicht, macht ja gar keinen Sinn, weil Quicksilver wird in dem Film erst eingeführt. Und wenn wir den dann direkt sterben lassen, dann juckt das ja kein Schwein, weil den kennst du ja erst seit einer halben Stunde oder was. Und es geht dir am Arsch vorbei. Deswegen, das machen wir nicht. Nee, nee, Quicksilver lassen wir nicht sterben. Und was ist im Film passiert, wenn ich euch nochmal fragen darf? Ja, Quicksilver ist abgekratzt. In einer dermaßen belanglosen Szene, ja? Wo ich mich frage, wollt ihr mich komplett verarschen? Da habe ich mich wirklich so richtig verarscht gefühlt, ja? Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so von wegen, kein Kommentar, wir verraten nicht die Handlung, ist ja logisch, weil der Film kommt ja erst noch raus. Das ist einfach, die lügen da den Fans einfach dreckig ins Gesicht. Machen sie einfach. Wenn ich denke, wollt ihr mich verarschen? Das ist so wie damals bei Star Trek, als Cumberbatch gecastet wurde für Khan und J.J. Abrams im Vorfeld meinte, nee, nee, das ist wer anders. Das ist nicht Khan. Ach, wo denkt da hin? Und wer war's? Natürlich war es am Ende Khan. Und das finde ich einfach, ich finde das dreist. Das regt mich auf. Zumal der Film ja wirklich die ganze Zeit über spielt er damit, mit der Emotion. Ich muss vielleicht an dieser Stelle erstmal nochmal erwähnen, dass ich im Vorfeld gedacht hatte, vor diesem Hintergrund, okay, es wird wer sterben, wer kann es sein? Entweder nur Hawkeye oder Thor. Zum einen Hawkeye, weil er ein normaler Mensch ist und bisher auch noch nicht so viel Screentime hatte.
Und ja, normale Menschen können halt am einfachsten sterben in so einem Film. Und Thor, weil man bei Thor es einfach wirklich nicht erwarten würde, dass er drauf geht. Und außerdem, Thor später in den Comicbüchern auch gestorben ist. Und der nächste Thor-Film, ja, Thor Ragnarök heißt. Also Ragnarök, Götterdämmerung, Tod und Zerstörung und so weiter. Wo man ja vielleicht hätte sich herleiten können, okay, Thor ist irgendwie tot und deswegen geht dann der Asgard kaputt oder was auch immer. Ist ja jetzt auch komplett egal. Und genau damit, wirklich genau damit, spielt der Film auch wirklich die ganze Zeit. Ja, es wird die ganze Zeit so ganz leicht angeteasert von wegen, dass Hawkeye, dass Hawkeye was passiert. Alleine schon, wenn seine Familie gezeigt wird und so weiter. Und sie, er zu seiner Frau sagt von wegen, ja, hier, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann mache ich das Laminat oder das Parkett da in den Wintergarten fertig. Und sie, ja, komm auch wirklich wieder zurück. Wo ich mir gedacht habe, okay, Hawkeye stirbt. Dann hat er später so viele Einzelszenen, wo er alleine in der Stadt rumläuft. Ich denke mir, okay, Hawkeye stirbt. Das wird jetzt echt emotional, das wird kacke, weil sie haben gerade erst seine Familie gezeigt und so weiter. Und er hat erst gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazugehöre und blablub. Und der wird sterben, sich bestimmt für wen opfern, das wird bestimmt voll krass. Und was ist? Nein! Sie lassen einfach fucking Quicksilver sterben, der wirklich, ich weiß es gar nicht, ich glaube 2 Minuten Dialog hatte, wenn es hochkommt in den gesamten Film. Nichts großartig gemacht hat. Und der war wirklich einfach nur so das Mittel zum Zweck, das Anhängsel dafür, um Scarlet Witch zum Avenger zu machen. Und das finde ich einfach, Leute, ganz ehrlich, das ist billig und das ist scheiße. Das ist so. Sorry. So, dann Ultron. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich konnte den nicht ganz ernst nehmen. Kann ich echt nicht. Wenn ihr auf der einen Seite Mord und Totschlag macht und auf der anderen Seite die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Witze macht, dann wirkt das für mich in diesem Fall, weil das ein Roboter ist, einfach deplatziert. Das ist nicht wie beim Joker oder so, der ja davon lebt, dass er witzig ist, aber Amok läuft. Das ist eine andere Konstellation, das ist eine andere Dynamik. Und es ist auch nicht hilfreich, wenn Ultron eigentlich ja der mega heftige Roboter ist, der sich ja laut den Aussagen von Tony und Bruce ins Internet hackt und sich irgendwelche Raketenabschutzcodes und sowas downloaden könnte und er ist überall und so. Und sie sagen, oh, das ist jetzt so gefährlich. Scheiße, nein, Ultron ist jetzt hier im Internet. Oh! Und man hat einfach null Auswirkung. Null Auswirkung. Ja, ich meine, ich würde jetzt doch jetzt erwarten, dass wir das, wenn das so eine mega krasse KI ist und die überall im Netz ist und alles steuern kann und weiß ich nicht was und Tony Stark und Bruce Banner sich so in die Hose pissen vor dem Ding, ja? Dass der dann auch wirklich was Spektakuläres macht. Ich meine, es hätte ja schon gereicht, wenn er einfach mal sagt, ja, ich lege jetzt komplett für alle das Internet lahm. Oder, ich wurde ja von Tony Stark im Stark Tower und so weiter, wurde ich ja gebaut und quasi geboren, sag ich jetzt mal. Deswegen habe ich alle Zugriffscodes und ich lege einfach mal Iron Mans Rüstung lahm, wenn ich das will. Einfach so als Trumpfkarte, während des Kampfes so. Hätte man ja also einfach sagen können, übrigens, ich kann nicht ausschalten. Bam. Auf einmal, wow, shit. Shit's going to break down the wall, was weiß ich. Ja, aber haben sie nicht gemacht. Ich meine, das ist ein Roboter, ja, der sich in alles einhacken kann. Und dann erwarte ich doch auch, dass solche Sachen oder solche Trümpfe, die er eigentlich hat als Gegner, dass die dann noch ausgespielt werden. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Überhaupt nicht. Und dann wirkt er auch einfach schwach. Normalerweise ist Ultron dieses mega Powerhouse, der alle wegklatscht, ja, weil er Sauron in Maschinenform ist, ja. Und da in dem Film hat er irgendwie, ja, weiß ich nicht, 50.000 Roboter, an die immer wieder reingeht und immer wieder reingeht. Und das ist einfach, wenn ich ein Superheld bin und ich kann in den Gegner reingehen und dem einfach so den Kopf abreißen. Und der fällt auseinander. Selbst wenn der sich in einen anderen Körper machen kann, dann ist das doch für mich keine großartige Bedrohung. Ja? Dann geht Ultron los, klaut sich Vibranium, das im Marvel-Kino-Universum stärkste Material, was es gibt, denn sie haben ja das Adamantium nicht von Wolverine. und er holt sich das. Ich dachte mir, okay, er baut sich jetzt eine Rüstung aus dem verfickten Vibranium, aus dem ja auch Captain America's Schild ist, und dann können sie ihm nichts mehr anhaben, weil dann werden alle Angriffe abprallen und so weiter. Ich meine, guckt euch einfach mal Captain America's Schild an, da geht ja nichts durch. Nur selbst Mjölnir kann da nichts gegen ausrichten, gegen das Ding. So soll es ja auch sein. Aber was macht er stattdessen? Nee, der nimmt halt Vibranium und baut eine Bombe da draus. Aber haben die komplett Lack gesoffen oder was? Das ist doch so eine vertane Chance, das ist doch unfassbar. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob er mit dem Vibranium
wirklich jetzt was gemacht hat, also sich einen neuen Körper gebaut hat, ich weiß das nicht mehr im Film. Er hat zwar gesagt von wegen, ich baue mir einen neuen Körper und so weiter, aber die Auswirkungen habe ich davon nicht gesehen, weil sie im Kampf gegen den ihn trotzdem so auseinandergenommen haben wie vorher auch. Was soll das? Da hat man die ganze Sache nämlich einfach nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Noch eine Sache ist am Ende die Umstrukturierung der Avengers. Wie gesagt, es wurde vorher auch angekündigt, dass die Avengers umstrukturiert werden. Ich dachte, okay, da wird es einen wichtigen Grund für geben. Aber außer Bruce Banner, beziehungsweise dem Hulk, der einfach sagt, okay, das ist jetzt zu viel für mich, ich möchte alleine sein, weil ich möchte keine Leute weiter gefährden, hat da keiner einen triftigen Grund gehabt, meiner Meinung nach. Das war einfach so bedeutungslos. Ich meine, Tony sagt es doch einfach so, yo, ich hör jetzt mal auf, weil ich brauche einfach meine Auszeit. Und Thor sagt, yo, ich habe wieder das Ding, ich verpiss mich. Und ich denke mir so, was? Hättet ihr euch nicht einen besseren Grund einfallen lassen? Vorher wird im Film die ganze Zeit davon gesprochen, dass Tony Angst hat, dass die Leute, seine Kameraden sterben. Und das war vorher auch, dass er ja in Iron Man 3 irgendwelche Panikattacken hatte und alles. Und auf einmal wird das komplett fallen gelassen. Und der sagt einfach nur so einer Laune heraus, ja, du, ich hab jetzt keinen Bock mehr hier. Nö, muss nicht mehr sein. Und ich meine, das verstehe ich nicht. Ja? Wie kann man denn solche Handlungspflänzchen wachsen und wenn sie fertig gewachsen sind, dann ignoriere ich die. Das kann man doch nicht machen. Ich fange doch nicht die eine Sache an, nur um sie dann hinten fallen zu lassen. Als hätten sie am Ende vergessen, was sie am Anfang angefangen haben. Hä? So, und die letzte Sache, beziehungsweise um jetzt mal diese spoilerhafte Kritik nochmal zusammenzufassen, die ich so hinten dran geschoben habe. Diese ganzen Punkte, von wegen Quicksilver stirbt und kein anderer, Ultron reizt sein Potenzial überhaupt nicht aus, die Umstrukturierung des Teams ist für mich komplett an den Haaren herbeigezogen, so ein bisschen. Das läuft alles auf eine Sache hinunter, meiner Meinung nach, und das ist, ich sag mal, mangelnde Bedeutungsschwere. Ich finde alles, mal mit Ausnahme von Hulk und Black Widow, alle anderen Handlungsstränge, die da so sind, die sind alle so, ja, ist halt da, ne? Weil du musst dir den Film voranbringen. Da ist einfach keine Not drinne, da ist einfach keine wirkliche Tiefe, die das jetzt akut macht, dass da Handlungsbedarf ist, finde ich. Und diese ganzen Witze, die permanent eingestreut werden, die machen das nicht besser. Witze sind gut, wenn du entweder halt einen witzigen Film wirklich machen willst oder wenn du ernste Situationen auflockern möchtest. Weil irgendwann macht es keinen Spaß mehr, nur noch ernste Sachen zu gucken. Das geht einem irgendwann auf den Kopf. Ist verständlich. Deswegen baut man Witze ein. Hat auch bei allen anderen Marvel-Filmen immer gut funktioniert. Aber hier finde ich, dadurch, dass generell so eine gewisse Bedeutungslosigkeit da war, aber trotzdem so viele Witze dabei waren, dass die Witze das alles dann so ein bisschen, ja, ins Lächerliche gezogen haben, wirklich. Tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Dass einfach das Ganze so ein bisschen die Ernsthaftigkeit hat gefehlt. Ja. Für mich hat einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Und ich habe ja gerade gesagt, dass man sich den Film unbedingt angucken soll. Natürlich soll man ihn nicht angucken. Das ist ja natürlich trotzdem ein guter Film. Das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Aber trotzdem muss ich einfach sagen, ich habe viel mehr von dem Film erwartet und war einfach ein bisschen enttäuscht. Klar, Action und so weiter und Gags waren ja okay, war alles gut, war alles auf dem gewohnten Niveau. Aber ich habe einfach mehr erwartet. Ich habe einfach gedacht, dass dieser Hype berechtfertigt ist, der vorher bei dem Film aufgebaut wurde. Und das war er einfach leider nicht. Und für mich könnte es sein, tatsächlich, dass jetzt langsam die Zeit anbricht, dass das mit dem ganzen Marvel-Universum langsam in den Bach runtergeht. Beziehungsweise die Glückssträhne mal jetzt langsam einbricht. Aber dazu werde ich bald auch noch ein weiteres Video machen. Freut euch darauf. Ihr könnt mich jetzt gerne in der Luft zerreißen, wenn euch Ultron gefallen hat zum Beispiel oder so. Dann bitte nur zu. Schreibt mir, was ihr über meine Review denkt, in die Kommentare. Ich diskutiere herzlich gern mit euch. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Öl.